wie der Krieg zu Ende war und die Gefangenen kamen nach Hause, die Männer kamen nach Hause. Und meine Mutter, die wartete hier auch immer auf ihren Mann, also auf unseren Vater. Und dann kam wieder, hörte man wieder von den Nachbarn, ach, da kommt ein Soldat den Weg runter die Straße zu Fuß. Meine Mutter wieder aus dem Fenster, ja, es war unser ja nicht. Und dann saß sie immer in der Küche, auf der Holzbank hatte man ja damals. Und dann war sie so am Grübeln und sie war auch am Weinen und das hat mich als Kind eigentlich schon furchtbar mitgenommen, wie sie gelitten hat. Gut, das war dann nach 45, wie der Krieg vorbei war. Wie alt war ich da? Ich bin 34 geboren. Naja, da war ich ja dann so 11, 12 Jahre, wie das alles so lief. Und dann hat sie immer wieder gewartet und immer wieder gewartet. Und ich sehe die da immer noch so sitzen, wie sie eben auch auf ihren Mann gewartet hat. Wir waren ja auch 5 Kinder zu Hause und sie hatte es sehr schwer, uns durchzukriegen. Mit Essen war es schon immer sehr schwierig. Da musste man, sie musste arbeiten gehen, um 2 Reihen Kartoffeln vom Bauern Feld zu bekommen, um die Kartoffeln zu pflanzen, selbst zu bearbeiten. Und wir als Kinder haben damit geerntet. Wir mussten die ja immer mit aufs Feld auch. Und so musste meine Mutter sehen, wie es uns 5 Kinder durchkriegte. Und dann gab es Kartoffeln mit Steckrüben und Steckrüben mit Kartoffeln, ohne Fleisch. Ja, aber wir haben dann ganzen Korb Kartoffeln mittags gegessen mit 5 Kindern. Wo wir das alle gelassen haben, weiß ich heute auch nicht mehr, aber wir haben es gegessen. Es fehlt uns natürlich an vielem. Also ich war damals ziemlich dünn auch. Da sagte man, ja, du musst Butter essen, du musst Butter essen. Naja, als Kinder, damals waren es ja Lebensmittelmarken, die wir kriegten. Und mit 5 Kindern kriegt man dann ja ein bisschen mehr, wie vielleicht andere, die keine Kinder hatten. Aber wir sind alle groß geworden. Wie, was ich im späteren herausstellte, meine Schwester, die hat dann irgendwas an der Lunge. Das wurde damals ja auch alles gar nicht so. Zum Arzt gehen, das gab es gar nicht. Ich hatte Probleme. Und dann zum Arzt, sowas gab es früher gar nicht. Mutter hat ausgeheilt irgendwie mit Hausmittelchen und dann war es wieder gut. Wo wir heute im Alter vielleicht doch dadurch noch mit vielen Dingen Schwierigkeiten haben, die in der Jugend als Kind schon da waren. Naja, und eines Tages, da kam dann auch ein Bauer den Weg, die Straße wieder runter. Meine Mutter guckte aus dem Fenster und da sagte dann, ja, du wartest sicher auf Otto. Ja, der war in Rumänien zum Schluss, da brauchst du nicht warten, die sind alle ins Schwarze Meer. Hat der Russe alle ins Schwarze Meer getrieben. Der wird wohl nicht mehr kommen. Und dieses von meiner Mutter, wie die sich da gefühlt hat und so, da habe ich damals schon mitgefühlt und das sehe ich heute immer noch so. Ich sehe sie immer noch so. Ja, sie hat dann das Beste draus gemacht. Sie hat auch nie mehr geheiratet. Die sagte, man Mann finde ich schnell, aber kein Vater für die 5 Kinder. Mein jüngster Bruder hatte dann auch Kinderlähmung bekommen, was man damals noch nicht so wusste, dass es Kinderlähmung war. Der musste dann auch ins Krankenhaus nach Braunschweig. Naja, das liegt noch wieder noch davor. Da war ein Fliegeralarm und da hatte meine Mutter Angst. Da hat sie ihn wieder geholt. Und so hat meine Mutter doch sehr viel gelitten. Ich habe eigentlich mitgelitten. Wir haben aber gar nicht offen darüber gesprochen. Früher hat man ja gar nicht über Gefühle gesprochen. Da gab es weder Umarmungen noch Küsschen, wie das heute so ist. Das gab es früher alles überhaupt nicht. Wir als Mädchen sind auch nie aufgeklärt worden. Wir mussten uns alles, wir Mädchen haben uns alles gegenseitig erzählt, aber das waren ja manchmal richtig Horrorgeschichten, die gar nicht existieren konnten. Also auch keine Zärtlichkeit von der Mutter, dass sie Nein, dann nein, meinte. überhaupt nicht. Sie hat auch nie geschlagen, wie ich das manchmal so höre, dass manche Kinder Verschläge gekriegt haben. Das war bei uns gar nicht. Das war gar nicht. Und wir mussten als Kinder dann auch ein bisschen mithelfen im Haushalt, aber nicht so. Und meine Mutter hat sehr viel selbst gemacht. Die hat immer alles selbst gemacht. Hat uns Kinder wohl so in der Beziehung auch verwöhnt, wenn wir morgens aufstanden und mussten zur Schule. Dann hatte sie schon Frühstück, alles fertig. Die Küche war schon warm im Winter und wir brauchten keine Schuhe putzen. Das hat alles die Mutter gemacht. Das war scheinbar ihre Liebe zu uns. So, die konnte das wohl nicht anders Ausdrücken. ausdrücken.